Jetzt will ich mal die Fleischspritze da benutzen. Kann man das? Kann man nicht die benutzen? Halt nicht so blöd, du hast doch bestimmt so ein bisschen gespielt. Ja, ja, ey, so muss ich hinschießen. Überall, aber nicht da, ja? Okay. Bye bye. Okay. Nein. Die Brennung kann man zerstören. Einfach keine Fehler mehr. Ja, da habe ich schon Rinder geschossen. Hey, das macht man nicht mit einer Dame. Schäm dich. Ja. Ich hab das Gefühl, bei mir ist hier eine neue Kopfschuss. Alter. Damit tust du Fleisch schneiden, nicht mich, du Depp. Komm, da. Cool, Bauchweh, hä? Ja, was ihr euch alles hier, was ihr alles frisst, ihr frisst euch ja gegenseitig auf, da will ich auch Bauchweh. Alter, eigentlich hab ich doch getroffen. Du Scheiße. Okay, zum Vogel haben wir erstmal zur Hilfe geschickt. So, aber jetzt will ich die Spritz da verwenden. Hab ich euch. Juhu. Zeit zu fliegen. Ist da noch eine? Nee. Wieder keine. Oh, irgendetwas verschleißt bei mir. Ich weiß nicht was. Also, okay, was war das jetzt? Auf, hoch mit dir. Und dran. Und dran bleiben. Hier. Ein Bogen. Hier. Noch eine. Hui. Du musst fliegen können. Nee. Ich möchte den Kopf verbinden. Boom. Alter. Ja, wie komme ich denn jetzt da ran an den Geldsäckel, wo da nur zwei Münzen drin sind? Okay. Bist du runtergefallen? Ich hab's ja bekommen. Sieht man links. Auch an daran ist gedacht. Genial. Okay, das hauen wir weg. Das ist nur eingekehrt. Ich habe Kisten wieder. Und. Ah ja. Deswegen ziehe ich gleich wieder alles ab. Man weiß nie, was der Zwerg, welche Wände der Zwerg kaputt machen kann. Knock, knock, knocking in Herbert's Ohr. Es gibt einen verborgenen Durchgang. Oh, oh, oh. Knock, knock. Bogen des Blutpakts. Jetzt wollen wir mal gucken. Ja, die schöne Axt, die ist jetzt gerade schön am Verschleißen. So schön ist sie. Ich habe eine neue Hose. Die hat sogar mehr. Der versteißt auch schneller. Okay. Kriegsschmiede. Zwei Geschicklichkeit. Ah ja, gut. Können wir das ja nochmal nehmen. Nochmal. Sehr interessant. Was haben wir hier? Ein Stab. Und natürlich... Halt! Ja, genau. Gebt meine Armbrust gerade einen, den der es nicht benutzen kann. So, weiter geht's. Ach, da hinten ist noch eine Kiste. Das sieh mal an hier. Das hauen wir weg. Okay. Was haben wir jetzt? Ein Lünstab. Schon wieder ein Stäbchen. Ach, gucke mal da. Okay. 50% mehr Kraft. Was ist Kraft? Was ist das? Ich möchte gerne wissen, was Kraft ist. Kann mir das mal sagen? Okay. Stärke. Hier steht Stärke. Nahkampf, Distanz. Rüstung, Ausdauer, Stärke. Aber was Kraft ist? Na gut.
Wenn jemand das weiß, dann kann das ja dann mir schreiben. Wenn wir das gucken. Hoppala. Fall hin. Aber brichte nix. Brauch dich noch. Ah, sehr gut. Jetzt laufen wir die Treppe hoch. Den zwei Söhnen Elrond um sie zu schützen. Aber jetzt müssten sie kommen, um uns zu schützen. Oh. Ah ja, hier. Okay, der rennt alle Uhr aus. Einfach alles. Ganze Munition auf den Füßen hier. Kopf treffen wollen hier. Aber irgendwie treffen. Wow. Okay. Ja, bist ein schöner Kerl. Kannst gut knurren. Siehst aus wie Godzilla. Halber Schnitt. Hehe. Jetzt geht erstmal ein Herbert. Alter, mach doch tatsächlich die Säule weg. Alter, so leicht hab ich's so nie gehabt. Treffer in Reihe. Okay. Treffer in Reihe. Nochmal Treffer in Reihe hier. Ich kann auf ihn mal schießen. Da muss auch jemand aufgeben hier. Okay. Aber auch ich trotzdem. Jawohl, den haben wir mal in den. Es sah so aus, als hätten wir den in den. Okay. Das nennt man eine Gehirnakupunktur. Da kommt jemand. Einen Troll im Kampf zu besiegen, das ist eine beachtliche Leistung, Freunde. Es scheint, wir stehen auf der gleichen Seite. Vielleicht können wir uns gegenseitig helfen. Erlaubt uns, euch zu helfen. Das ist aber lieb von euch. Aber Erlaubnis verweigert. Wir machen Räuberleitung und einer müsste dann halt unten bleiben. Weg. Ah, yeah, gut. Ach so, man kann im Menü jetzt diese Zahlen oben drüber wegmachen. Würde das gut aussehen? Du wüsstest dich halt, wann ich den Kopf getroffen habe, ne? Bei diesen Zahlen. Andrea, bist du das? Hallo, meine Freunde. Mir wurde gesagt, dass ihr vielleicht hier seid. Ich freue mich, euch zu sehen. Erlaubt mir, euch meine Gefährten vorzustellen. Eradan von den Dúnedain und Farin vom Erebor. Dies sind Eladan und Elro hier, die Söhne von Elrond Halbelb. Es ist eine Freude, die Bekanntschaft solch geschickter und mutiger Krieger zu machen. Habt ihr drei den großen Adler befreit? Jawohl, Beleram ist sein Name. Das hast du gut gemacht. Aber was führt dich nach Fornost? Wir waren mit den Waldläufern an der Sarnfurt, als wir von schwarzen Reitern aus Mordor angegriffen wurden. Wir sandten Nachrichten zu Aragorn in Bre und er war es, der uns bat, hierher zu kommen. Das sind grausige Nachrichten. Aber mir ist noch nicht klar, warum Aragorn euch nach Fornost gesandt hat. Die schwarzen Reiter stecken mit einem Mann namens Agadha unter einer Decke. Er ist der Anführer dieser Streitmacht. Ich fange an zu verstehen. Aragorn will, dass du Agadha ablenkst. Ja, das ist unser Auftrag. Aber nachdem wir uns zusammengeschlossen haben, können wir mehr tun, als sie nur abzulenken. Lasst uns den Kopf von dieser Schlange von Sauron abhacken. Agadha ist ein mächtiger Feind. Vielleicht sind wir 5 zu wenige, um ihn zu besiegen. Wenn wir Agadha überraschen können, brauchen wir vielleicht keine Armee. Wir sind doch wohl stark genug, einen Mann zu besiegen, selbst wenn er ein Scherge des dunklen Herrschers ist.
Naja, unsere Aufgabe war es, für Ablenkung zu sorgen. Aber wenn ihr vorhabt, gegen Aganda zu kämpfen, bin ich dabei. Er ist sicher in der Zitadelle im Herzen der Stadt. Wir müssen versuchen, dorthin zu gelangen. Keine einfache Aufgabe inmitten dieser Ruinen. Und eine Menge Orks und Goblins werden versuchen, uns aufzuhalten. Sollten wir getrennt werden, kämpft euch zur Zitadelle durch. Dort sammeln wir uns für unseren letzten Angriff. Es wird nicht leicht sein. Aganda verfügt über dunkle Kräfte. Seid auf der Hut. Folgt uns! Tja, so habe ich mal versucht, ein bisschen in Weisheit zu sprechen. Okay. Bleibt nah bei uns! Sie haben eine befestigte Armbrust! In Deckung! Wo ist sie denn? Ach, da. Haben sie! Hatten sie! Aua! Auch noch abgefeuert. Okay. Halt! Nimm ich mit. Okay. Du musst ein Zwerg sein in dieser Welt. Ein Zwerg sein. So stark in den Berg sein in dieser Welt. Ein Zwerg sein. So. Ich wollte diese Attacke machen, Mann. Ach, jetzt weiß ich, was Kraft ist. Das kann ich noch nicht tun. Ja, jetzt kannst du das tun. Das ist Kraft. Der blaue Ball hier. Wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Oh, ich habe ein Level abbekommen. Das wäre schön hier. Feuerrate. Aber zuerst möchte ich dieses da. Ach komm, dann hauen wir da nochmal zwei rein. Du bist groß. Umso größer, umso tiefer werden die Falle. Ey! Komm, nochmal drauf. Nein. Guck mal, was machen die denn alle? Da bist du raus hier. Huhu! Wake me up, before you go. Die Ruinen sind ein einziges Labyrinth. Wir werden in dieser Richtung suchen. Ihr drei probiert einen anderen Weg. Wir treffen uns bei der Zitadelle, wenn nicht schon vorher. Okay, liebe zwei Söhne von Elrond. Wofür haben wir uns zusammengeschlossen, wenn wir jetzt uns wieder trennen? Ja. Ja, hier. So ein Ding hätte ich auch gerne daheim. Man sollte nicht glauben, dass diese... Gondor so im Süden so ein Gerät nicht benutzt. Verstehe ich irgendwo nicht. Was siehst du? Ach du Schande. Ja, die kommen ja alle von der Wand runtergekrabbelt. So wie sie runterkrabbeln, so. Wie so Ameisen, ist ja ekelhaft. Aber hey, das wird so langweilig. Das ist ungelogen. Was kann man das machen? Ja, ich höre da drüben nicht. Da rollt noch ein Kopf. Sie kommt von allen Seiten. Juhu. Fußball. Nicht möglich. Ich muss noch warten. Ja, das ist schon klar, dass du warten musst, aber sag es doch jedes Mal. Ich muss doch schnell drauf drücken, dass ich da